Hey Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute steht das allererste Bushcraft-Treffen an mit Overnighter. Dabei sind heute Jasmin, Mike und der Ben. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dranbleiben. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich eine neue Säge brauchen könnte? Das sagst du schon vom Jahr. Aber die ist doch gut. Naja, war mal besser. Aber die riecht doch. Also man merkt, dass ich Weiler war schon damit gebaut. Ja, komplett. Alles. Ja, aber ist anstrengend mittlerweile. Und könnte ein ja, klein bisschen länger sein. Hä? Könnte auch klein ein bisschen länger sein. Ja, das ist es ja. Ja, für so länger. Dicke Dinger, weißt du? Immer so mehr Fläche irgendwie so. Ich muss nachher noch Werbung machen. Den habe ich schon nicht geschenkt bekommen. Ich wollte mir den holen. Kannst du jetzt machen, Kamera läuft. Den wollte ich mir denk holen. Ich coole, hier Teleshopping-Musik drunter. Weil den kleineren Rucksack, den ich habe, ist Schmerzen. Ne? Dann habe ich den mal angezogen. Und weil der mit über den Arsch, ich habe ein Hohlkreuz, weil der mit über den Arsch geht, ist ja, der ist eigentlich perfekte Größe. Nur ich will nicht so grün haben. Ich denke so, der ist aber schön. Hat David den gefragt, so und so, wie sieht das aus? Dieses Jahr bestell, machst du Werbung, was denn so? Der Vorteil, okay. Wenn man einen Sponsoring-Partner hat. Ne? Mhm. So ein bisschen wie im Tiefbau, ne? Einer arbeitet, drei gucken zu. Genau. Mhm. Oder bei der Straße, Werte. Weg! Das ist Tier im Wald. Oha. Ja, aber alter Schwede, ey. Das ist ja schon fast eine Zweiraumwohnung. Ja, aber stimmt schon, ne? Da liegst du dann echt nicht krumm. Wenn ich mal, da hätte ich gern die hier so anders gespannt ist, weißt du, wo du so flach liegst. Die du gezeigt hattest? Die sind teuer. Von Amok gibt's die. Ja. Wie sie aussieht, wie die Masse, glaube ich, von, wo du so drin liegen kannst. Ja. Ne? So, ja, die ist geil. Die ist auch ultra teuer, glaube ich. Ja. Ja, 250 Euro oder so. Ne? Er baut eine normale andere Toilette auf. Hm? Am Toilettenbaum baut er die hier nochmal da. Also. Ben, ich will ja nichts sagen, ne? Aber du baust dein Schlafset ab an unserer Toilette auf. Könnte diese Nacht etwas riechen? Nein, alles gut. Spaß. Das ist auch noch klein, oder?
Danke, Ben. Sehr cool. Der Ben hat Patches mitgebracht. Danke. Bitte, bitte. Jetzt aber auch noch. Schön. Danke. Ja, ich habe auch eine kleine Zeit dabei. Ein Patch kann ich aber leider nicht. Oh, geil. Nehmen, aber ein Sticker. Gut. Sehr gut. Danke. Ja. Bitte schön. Marek. Ich bitte, davor. Dankeschön. Ich bin heute Weihnachten. Also, wenn schon ein bisschen quetsche, kriege ich alle drauf. Nee, warte. Weniger ist manchmal mehr, ne? Nee, warte, warte, ich habe eine Idee. Und mehr ist manchmal besser. Hier. Auch noch dran machen. So. So, Freunde, machen wir mal einen kleinen Rundgang, wie wir heute nächtigen. Der Ben, wie schläfst du heute? Heute das erste Mal in der Hängematte. Mal schauen, wie das wird. Bin gespannt, wie ich morgen früh auf Hängematte zu sprechen bin. Wir werden sehen. Ja, allerdings. Also, wir, wie beim letzten Versuch, ne, im Zelt mit Isomatte, Schlafsack und diesmal Kissen dabei. Ganz wichtig. Habe ich nämlich beim letzten Mal festgestellt, ohne Kissen geht nicht. So, Mike, der schläft auch wieder anders. Und zwar, du schläfst? Biwak-Sack. Biwak-Sack. Ja. Mit Tarp drüber. Ja, das Tarp ist eigentlich nur fürs Zeug. Von der Stelle. Ja. Es soll aber trocken bleiben diese Nacht. Ja, du weißt ja nie. Ja, wir lassen erstmal Tarp ab. Wir lassen es erstmal ab. Wenn es ein bisschen tropfen sollte, ist auch nicht schlimm. Dann, ja, ein paar Tropfen wird das Zelt ja wohl aushalten. Wenn nicht, geht's wieder zurück. Mir ist doch irgendwo Party, ne? Ja, das ist ja schon die ganze Zeit. Ja. Sicke. Da hinten im Camp. Ja. Das ist eigentlich dieses Loch. Auf der anderen Seite vom Fluss. Die sind da ein bisschen anders drauf. Ja. Dieses Loch, wo die Baumschäden querlegen. Ja, unten. Da unten. Ja. Mhm. Hatte ich bei den letzten Overnighter, da war auch, da ist, eigentlich ist das so ein Forsthaus, ne? Da ist Bewirtung so in der Woche, so zwei Tage die Woche. Und am Wochenende immer so ein bisschen. Also nicht viel, aber so ein bisschen. Und da halt bei uns in Iserlohn ist wirklich mit Förster und Pächtern und so, die sind halt wirklich oft unterwegs, kannst halt nicht irgendwie schwatz rausgehen. Und über einen Eishockey-Kumpel von mir, dem seine Ex-Frau ist aber die Stadtförsterin. Und dann habe ich die angeschrieben, ich sage so und so, ich sage, hast du irgendwie ein, zwei Ecken, wo du jetzt keine Bedenken hättest, wenn wir da mal eine Nacht pennen und so. Und dann hatte sie uns zwei Punkte gegeben und das eine ist so, ja auch so oberhalb von diesem Forsthaus. So Luftlinie vielleicht 200 Meter. Ne? Und wir da unser Camp aufgebaut und dann abends da auch gegrillt und Feuerchen gemacht. Und auf einmal, nee, auf einmal hörten wir ne, so übelste Techno-Musik. Ne?
Und den von dem Forsthaus kenne ich auch, ne? Ich den angerufen, ich sage, Jens, ich sag, was ist bei dir in deiner Hütte los? Ne? Sagt er, ja, wir haben ja heute 30. Geburtstag. Hm. Ich sag, was für ein 30. Geburtstag? Ich sage, ich höre nur so Triller-Traller-Musik, ne? Er sagt, das sind alles hier so Gabba, Hardcore. Oh, ach du Scheiße. Ey, dann haben wir da in... Hardcore, Motherfucker. Ja, mein Kumpel hatte, also macht nicht so viel Buschsport, dann haben wir da zusammen unter dem Tarp, beide in Schlafsäcke und dann, Alter, bis halb vier morgens. Ach du Scheiße. Alter, dann halb vier Musik aus, wir beide so eingeschlafen und dann irgendwie so 7 Uhr wieder wach geworden, abgebaut nach Hause. Habe ich auch gesagt, dann kriegst du da von der Stadtförsterin gesagt, okay, da könnt ihr pennen. Ja. Doch besser den zweiten genommen. Ne? Ja, der zweite war ungefähr 50 Meter von der Stadt. Oh, der wäre noch beschissener ja. gewesen. Ja, wieso hättest du eigentlich mit deinem Kumpel, kommt er dann nachts aus dem Wald raus, einen Ball in der Hand, die da in der Stadt stehen, sind, oh Gott, Party ist jetzt vorbei hier. Ja. Ja, die hatten aber schon eh alle was in, so sehr ja, wahrscheinlich. Die Filme schon. Ja, echt, ich stell mal vor. Ja, irgendwie so ein Halstuch aufgesetzt oder sowas. Alter, da draußen auf deinem Platz. Gib mir was von dem Zeug, was du nimmst. Du hast noch mit der Hemd an, ne? Ja. Und dann stehst du wirklich da. Ja, beim Sascha war auch schon mal, sagt einer, ein Femkind. Ja. Ich will jetzt auch hier mitmachen, Alter. Ich will jetzt auch hier mitmachen. So, ich bin ja schon mal da, ne? Ja. Holz habe ich auch schon mitgebracht. Ja. Okay. Der ließ er sich nicht davon abbringen. Das, letztes Jahr also haben wir das mal gehabt. Da haben wir da gesessen und haben auch schon gut getankt und gesoffen. Und auf einmal, so wie hier jetzt, auf dem Dicke, kamen zwei Wanderer. Und dann so, ja, hallo, was machen Sie da? Ja, das ist, da hatte der so eine Karte, war die von 1980 oder was? Ja, hier ist ein Wanderweg eingezeichnet. Ja, aber wenn man doch das quasi mit der Machete sich da durchschlagen muss, ja, sollte ja. doch einleuchten, dass es kein ja. Wanderweg ist. Ja. Sascha war schon bei Apps, da bin ich gewandert und war mir denke ich, hier sollte eigentlich ein Weg kommen. Was ich mal hatte vor 2-3 Monaten oder so, ich saß hier alleine. Und auf einmal aus dem Nichts kommen da zwei Hunde raus und laufen. Ich denke so, nein, wenn da jetzt schon zwei Hunde kommen, dann hast du gleich einmal aus dem Busch gemischt. Die sind dann hier runtergelaufen. Ich hab drauf gewartet, dass der Besitzer kommt. Kam aber keiner. Ausgeblitzt. Komm doch mal meine Runde. Ja. Und das andere Mal ja, saß ich irgendwo im Weg. Da kam dann von unten ihren Hund hoch. Der kam dann hier durchs Lager. Ich denk so, da kommt jetzt gleich hier einer. Kam aber auch keiner. Der ist dann auch in der Runde und war wieder weg. Ah. Und ihr eigener Kopf. Katastrophe. Ihr könnt sehen, wir haben hier unser Wikingerlager aufgeschlagen. Da hinten befindet sich die Küste Northumbrias. Und gegen 6 Uhr, wenn die ganzen Christen in der Kirche sind und beten, geht der Raid los. Ihr könnt live dabei sein. Wir sehen uns gleich. Was machst du dir so, denn? Da musst du erstmal drauf kommen. Meine, so viel, meine ne? Ja. Normaler Mensch kommt ja schon nach 3 Tagen im Buschwald liegen. Oh, okay. Ja, da müssen die gegessen werden, ja, das stimmt. Ja, die kann ich nicht wieder mitnehmen. Was dann? Nackensteaks. Achso. So. Ja, dann kannst du dann als Beilage noch ein bisschen Chili dazu. Ne? Hm. Ja, klar. So, so als Dip. Dip, ja. So Freunde, war ein schöner Abend. Jetzt geht's in die Haier. Schlafen. Gute Nacht, Mike. Ah, gute Nacht, Ben.
und wir sehen uns morgen. Gute Nacht. Morgen, Freunde. Es ist 8 Uhr. Ich bin gerade wach geworden. Und ich habe eine beschissene Nacht hinter mir, muss ich sagen. Ich habe so gut wie gar nicht geschlafen. Ich habe die ganze Zeit so einen Stein oder irgendwas im Rücken gehabt. Unterm Zelt. Ich habe schräg gelegen. Ich bin die ganze Zeit gerutscht. War echt gar keine tolle Nacht, leider. Wie es sich anhört, ist Mike schon wach. Bisschen schläft nur, glaube ich. Und ja, ich stehe jetzt erstmal auf, Zähne putzen, dann Zigarettchen und ich baue dann mal den Hobo auf und dann gibt's Kaffee. Wie hast du geschlafen? Gut. Echt? Ja. Ich glaube, ich habe also Krach gemacht. Ich habe total beschissen geschlafen, kaum geschlafen. Ne? Ich fand es nicht dickig im Zelt. Nee, ich hatte frische Luft. Ich hatte genau eine Schräge. Ich bin die ganze Zeit runtergerutscht von der Isomatte. Und genau hier am Rücken hatte ich irgendwie so einen fetten Stein, der mich die ganze Zeit so am Rücken gedrückt hat. Das ganze Zelt ist von mir total nass. Ich lock doch noch eine andere Jogginghose bei. Zwei Jogginghosen. Ne, ich hab echt kaum eine Woche zugetan. Ja. Ja, ich für Isomatte. Ich hab so eine von Mountaintops in der Einfache. Schaumstoff oder was? Hat aber nichts gebracht. Ich hätte genauso mit ohne schlafen können. Es war hart. Ne, ich mag die nicht, die Schaumstoff-Dinger. Ne, es war hart. Es war schräg. Ach, einfach nur ungemütlich. Obstdorn. Bei mir in dem Pouch. Auf der Rundfliege. Noch ein oder zwei müssen noch drin sein. Ich habe euch ja schon erzählt, wie meine Nacht war. Ne, hart, schräg und steinig, total beschissen. Ich habe so gut wie gar nicht geschlafen. Die Isomatte hätte ich mir auch sparen können. Bin die ganze Zeit auch runtergerutscht von dem Ding. Ist so ein Stein die ganze Zeit hier im Rücken. Katastrophe. Stein, ja, wurde der auch mit der Zeit irgendwie gefühlt. Ja, ist echt so. Ja, wie habt ihr geschlafen? Super, top. Ja. Geht's ja. Nee, ich muss außer schön den Schlafsack laut, wenn du dich drehst. Dieses ja, der ist laut. Ne? Auf jeden Fall. Aber von der Temperatur und her war der auf jeden Fall richtig in Ordnung. Ja. Also wir haben keine extra Decke gebraucht oder sonst was. Ich habe in Jogginghose und T-Shirt geschlafen. Hat gereicht. Außer das Kissen, was ich mir extra noch gekauft hatte, war ein bisschen flach. Da könnte mehr Füllung drin sein. Ja, aber sonst eigentlich ganz gut, so. Ja. Hey, beim nächsten Mal Zelt aufbauen, auf jeden Fall den Boden checken. Anfängerfehler beim Zelten, den Boden nicht zu checken nach Steinen und Stöcken. Und hatte ich dann ja, wie ich gerade schon sagte, so einen Stein. Nee, das war echt Katastrophe. Also, ich wusste nicht, wie ich liegen sollte, ne? Boah. Schlimm. Absolut keine Bewegung. Wer weiß, ob der da überhaupt drin liegt. Gerade war sogar ein Alarm. Aber irgendwie. Wir brauchen Babygeräusche. Ben! Ben! Mach den Ben mal weg, oder? Ja. Moin. Moin. Ich will gerne noch schlafen. Ja.
Einpacken. Aber anscheinend hat es ja nicht geklappt mit dir, mit der Hängematte, oder? Ja. Ja, danke. Auf jeden Fall gemütlich aus. Das war es auch wirklich mehr, als ich gedacht habe. Mhm. Einzige, was war mit dem Jungle-Deck-Schlafsack, also bis 12, 14 Grad, da war das halt Gänze. Ja? Mhm. Also brauchst du dann nur als Decke, weil dieser Underdeck, also dieser Underdeck ist warm wie ein Bett. Also am Rücken und so hatte ich gar nichts. Mhm. So halt so an der Beine manchmal, ne? Und so an den Schultern so ein bisschen. Okay. Und da war halt der Jungle Bag war halt, sag ich mal so, ja, hätte ein paar Grad wärmer sein können, aber. Oder du nimmst halt eine lange Unterbuchse mit, ne? Ja. Ja. Mhm. Okay. So, Freunde, der Overnighter ist vorbei, wir haben alle zusammengepackt. Hat richtig Spaß gemacht, war richtig schön, auch wenn die Nacht nicht so toll war. Naja, was will man machen? Hat es euch denn auch gefallen? Ja. Alles gut, danke. Das ist die Hauptsache. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.